Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts im Gespräch. Heute wieder mit einem Hammer-Thema, nämlich dem Thema Beziehungen. Und dafür habe ich auch eine Hammer-Kollegin eingeladen, nämlich Katja Schiri. Katja, herzlich willkommen. Ja, hallo Kirsten. Danke. Schöne Ankündigung. Ja, freut mich. Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten das ja auch schon länger mal geplant und wegen Corona etc. hat sich alles verschoben. Und dank der digitalen Möglichkeiten können wir das Gott sei Dank auch so machen und trotzdem das Social Distancing beibehalten. Insofern sehr schön, dass das heute Morgen geklappt hat. Und ich habe ja schon gesagt, ein Hammer-Thema heute, denn das ist wirklich ein Thema, was garantiert jeden und jede interessiert, denn Beziehungen haben wir alle, nicht nur zu anderen natürlich, sondern auch zu uns selber vor allen Dingen. Und das ist auch das Thema, was du dir so für deine Tätigkeit als Coach in den Fokus gerückt hast, speziell für Frauen, ne, muss man dazu sagen, aber wirklich genau, Thema Beziehung, natürlich die partnerschaftliche Beziehung, aber auch vor allen Dingen die Beziehung, die wir zu uns selber haben, denn die hat natürlich Ausfluss ist jetzt ein ganz blödes Wort, Einfluss auf alle Beziehungen, die wir auch im Außen, das wollte ich eigentlich sagen, mit dieser Außenwirkung, Einfluss auf alle Beziehungen, die wir im Außen auch führen. Und warum, Katja, ist das Thema für dich so wichtig? Warum hast du dich dafür so als Spezialthema entschieden? Ja, da darf ich dann direkt ein bisschen persönlicher werden, tatsächlich. Ich bin der Coach geworden, sozusagen, den ich vor ein paar Jahren gut hätte gebrauchen können. Also bei mir ist es so, dass ich im Studium, im Job war ich relativ erfolgreich, also habe immer mir Ziele gesetzt und habe die dann auch erreicht und habe so diese Selbstwirksamkeit da gespürt. Und in den Liebesbeziehungen war es dann aber tatsächlich so, dass ich eher mich hilflos gefühlt habe, was meine Emotionen anbelangte und mich dann nicht so erfolgreich gefühlt habe oder nicht so glücklich. Und auch dieses Gefühl von Ankommen hat mir oftmals gefehlt und das ist ein ganz doofes Gefühl. Ich denke, das werden viele kennen. Dann hat mir vor allem das Studium geholfen zum Personal- und Business-Coach. Also ich habe da ganz viele blinde Flecken entdeckt, habe entdeckt, was ich für Glaubenssätze habe, was ich für Muster habe, die mir da sehr im Weg standen, einfach mal glücklich zu sein mit mir und auch in meiner Beziehung glücklich zu sein. Ja, sehr schön. Ich denke, das ist wirklich was wir alle in dieser Ausbildung zum Coach auch lernen durften oder zum Teil auch lernen mussten, gerade so diese blinden Flecken, die uns ja gar nicht so bewusst sind, wenn wir an so unsere früheren Beziehungen vielleicht denken oder auch an unsere aktuelle Beziehung, sofern wir eine haben. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt alles immer perfekt ist, ne, um Gottes Willen, aber wir gehen, denke ich, doch irgendwie anders auch damit um. Und ich habe ja auch ganz viele solcher Thematiken, auch bei meinen Klienten und Klientinnen. Natürlich, das geht von Themen wie, ich würde gern einen Partner finden und es klappt aber nicht so richtig oder ich bin vielleicht in einer Beziehung und bin aber so unglücklich oder habe das Gefühl, ich bin gar nicht ich selbst, ja, weil ich mich auf Arten und Weisen verhalte, die ich so von mir eigentlich gar nicht kenne oder die ich loswerden möchte, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Also ganz unterschiedliche Themen. Was sind denn so die Themen, mit denen Klientinnen vor allem zu dir kommen? Also ich muss sagen, dass die Klientinnen, die zu mir kommen, die sind schon recht reflektiert. Ja, die wissen, dass sie da etwas an sich ändern können oder in sich ändern können, um auch in ihrer Beziehung glücklicher zu sein, beziehungsweise sich auch überhaupt aus dysfunktionalen Beziehungen lösen zu können. Und dann sind da Wünsche dabei, wie ich möchte an meiner inneren Stärke arbeiten, ich möchte mein Selbstwertgefühl stärken, mein Selbstbewusstsein stärken, ich möchte einfach authentisch sein, ja, ich möchte Gefühle zeigen können, besser Entscheidungen treffen können, ist auch dabei. Und Themen wie Eifersucht oder Vertrauen gibt es auch, aber tatsächlich eher weniger, ja. Aber es ist auch ein Thema, ja. Ah ja, das finde ich spannend. Also zu mir, klar, kommen auch Klientinnen, auch mit all den Themen, die du genannt hast. Trotzdem sind natürlich auch so Themen wie Eifersucht,
große Verlustangst, die Angst, in irgendeiner Form nicht zu genügen und deshalb verlassen zu werden oder noch schlimmer ersetzt zu werden durch eine, in Anführungsstrichen, bessere, also ganz starke Ängste, die da zum Teil wirklich auch auftreten. Und das ist natürlich unheimlich spannend, da auch drauf zu gucken und auch so ein bisschen aufzudröseln, woher kommt das und was sind so Anteile von mir, was sind vielleicht auch Anteile, die von außen kommen und die ich vielleicht auch übernommen habe, unbewusst. Also ein sehr komplexes, aber auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Wir hatten ja auch gesagt, gleich am Anfang, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die hat natürlich einen unglaublichen Einfluss auf meine Beziehungsgestaltung im Außen. Warum ist es so unglaublich wichtig, erstmal eine liebevolle Beziehung zu sich selber aufzubauen? Ja, ich denke, wir dürfen mehr daran glauben, beziehungsweise auch wissen und begreifen, dass wir alleine auch vollständig sind. Ja, dass wir nicht einen Partner brauchen, der uns vollständig macht. Weil wenn wir mit so einer gewissen Leere in eine Beziehung gehen, also beziehungsweise da gewisse Bedürfnisse haben, die doch bitte vom Partner gestillt werden dürfen müssen, dann wird es ungesund. Ja, dann geraten wir in eine emotionale Abhängigkeit. Und ja, schöner ist es doch einfach, wenn wir uns selbst schon lieben und wenn wir uns selbst all das geben können, was ja halt viele von ihrem Partner verlangen, also sei es Liebe, Aufmerksamkeit, einfach gute Gefühle, ja, die können wir uns alle selbst geben, weil wir sind vollständig, wir können das. Und ja, dann kommen wir auch weg von diesen, ja, der Partner muss mehr Bedürfnis XY erfüllen, und kommen eher hin zu, ja, ich bin einfach gerne bei dir, weil es einfach schön ist, mit dir Zeit zu verbringen. Da hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, also gerade dieses sich alleine auch gut genug und vollständig fühlen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Schlüsselpunkt, den ich auch ganz, ganz häufig bei Klientinnen wirklich auch entdecke, beziehungsweise wo ich helfe, dass sie den auch selber entdecken, dieses Bewusstsein, ich bin alleine auch gut genug und ich bin alleine vollständig und umgekehrt jetzt aber auch zu begreifen, es ist nicht Aufgabe einer anderen Person, es kann nicht Aufgabe einer anderen Person sein, mich vollständig zu machen. Ich kriege mittlerweile immer so einen Föhn, wenn ich so Songtexte höre oder so, wo ja ganz häufig dann auch so suggeriert wird, ne, ohne dich bin ich nichts oder auf Englisch auch, you complete me. Es gab mal diesen Film Jerry Maguire, da war das so ein Schlüsselsatz. Ja. Und mittlerweile jetzt auch so mit meiner Erfahrung als Coach, wenn ich so einen Satz höre, denke ich immer, oh Gott, ja, bitte nicht, ja, sei bitte selber komplett und vollständig. Aber das ist tatsächlich häufig eine Verantwortung, die, wenn wir diesen Glaubenssatz haben, die wir unserem Partner oder unserer Partnerin gegebenenfalls auch ja, aufbürden, und das ist einfach eine Verantwortung, die kann und soll auch keiner erfüllen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich dieses, ich bin selber vollständig. Und ja, es ist toll, jemanden an meiner Seite zu haben und natürlich bereichert der mich auch. Aber trotzdem kann ich in Anführungsstrichen alleine überleben und zwar auch gut und vollständig. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger, ja, so ein Turning Point, ne, so ein Durchbruch im Grunde, wenn wir unseren Klientinnen dazu verhelfen, das wirklich auch zu verinnerlichen. Und zwar nicht nur so vom Kopf, sondern natürlich auch von der Seele. Also das habe ich auch schon ganz, ja, ganz da bin ich beobachtet. Ganz bei dir und auch mit den Songtexten. Wie oft habe ich jetzt auch genau die Themen im Kopf und höre mir die Songs an und denke, bräuchte es vielleicht auch ein Beziehungscoaching. Genau, es klingt irgendwie aufs erste Hören schön, aber ist doch irgendwie ziemlich ungesund. Ne? Also die Coaching-Ausbildung killt manchmal so ein bisschen die blauäugige Romantik, ja, zumindest so in dem Fall. Ja, also und das bringt mich aber auch zur nächsten Frage. Das sind ja schon dann auch so Suggestionen von außen, ne? Dass mein Partner mich vervollständigen soll oder dass ich, wenn ich richtig liebe, den Eindruck habe, ohne den Partner nicht zu sein oder so. Und das wird ja ganz häufig suggeriert, also in Filmen, in Liedern, in Medien, in Fernsehserien, wo auch immer. Und das hat natürlich auch einen unmittelbaren Einfluss für viele auf die Beziehung, die sie
zu sich selber haben. Mhm. Und ich bemerke leider häufig, ganz, ganz häufig bei Klientinnen oder vielleicht auch so im Bekanntenkreis oder so, dass viele Frauen doch eine sehr wenig liebevolle Beziehung mhm. zu sich selber haben oder sich wahnsinnig unter Druck setzen, sich mhm. ganz, ganz stark selbst geißeln, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, mhm. sich unglaublich starken, auch äußeren Anforderungen unterwerfen, wie Frau jetzt zu sein hat und wie sie auszusehen hat und wie viel sie zu wiegen hat und was auch immer, um einem Perfektionsanspruch zu genügen, der überhaupt nicht umsetzbar ist, de facto. Mhm. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass so viele Frauen ein so, ja, ich sage jetzt wirklich mal, feindliches Verhältnis zu sich selber haben? Ja, ich denke, zum einen ist es ja auch über Generationen hinweg so, dass wir Frauen so geprägt wurden, dass, ja, dass wir einfach, ne, für die Familie da sind, dass wir, sag ich mal, Heiratsmaterial sind. Also ich meine, mittlerweile geht es ja, aber es ist in einigen Ländern ist es natürlich immer noch der Fall. Und ja, wir wurden einfach ja über Generationen so geprägt und ich denke, da ist noch einfach was in uns und auch einfach dieser Urinstinkt, ja, wir sind die Mütter, wir sind einfach da, um die Familie zusammenzuhalten. Wir stellen uns eher zurück für das Gemeinwohl und da ist dann nicht so viel Platz für die eigenen Bedürfnisse. Und wenn wir denen aber nicht den Raum geben, dann passiert es leider ganz automatisch, dass unser Selbstwertgefühl sinkt, ja, unser Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein sinkt und die Selbstzweifel steigen einfach. Ja, wir verlieren uns. Wir wissen nicht mehr wirklich, wer wir sind, ja, und was wir wollen im Leben. Und daher kommen dann diese ganzen Zweifel und ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ich glaube auch tatsächlich, dieser unglaubliche Druck von den Medien, der ja häufig so ganz subtil irgendwie rüberkommt, ne, was uns vielleicht auch gar nicht so auffällt. Wie gesagt, wir sind da jetzt vermutlich sensibler oder vielleicht auch sehr viel kritischer geworden, auch durch unsere Arbeit und weil wir ja auch tagtäglich vielleicht auch sehen, was das einfach anrichtet, ne, wie unglaublich viele Frauen sich da fertig machen, unter ihrem Potenzial vielleicht auch bleiben, weil so viele Energie in diese Negativität auch geht, was natürlich unglaublich schade ist. Aber wie häufig wird uns suggeriert in Filmen, dass wir nur Salat essen dürfen, dass wir immer top gestylt sein müssen, dass wir natürlich auch immer zur Verfügung stehen, ne, wenn der Typ irgendwie mal möchte. Also auch so, ne, dieser sexuelle Performance-Druck in Verbindung natürlich mit den Modelmaßen und dem permanent top gestylten Aussehen etc., das macht ja alles einen wahnsinnigen Druck. Und es ist gar nicht leicht, sich davon auch loszusagen oder es zumindest in eine gesunde, für sich selber gesündere Richtung auch zu lenken. Und wo setzt du an, um dieses negative Selbstbild oder diesen ständigen Perfektionsdruck, um den auch so ein bisschen zu beruhigen, um letztendlich auch in Beziehungen sowohl mit sich selber als auch mit anderen entspannter und letztendlich auch authentischer zu bleiben? Ja, also die Selbstliebe ist ja da natürlich ganz wichtig, ja. Und Selbstliebe beinhaltet auch Selbstbewusstsein. Also sich seiner selbst bewusst zu sein, bedeutet eben, ne, zu erkennen, also sich selbst wirklich die Zeit zu nehmen und sich kennenzulernen und zu wissen, okay, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, meine Ziele, was sind meine Fähigkeiten, was macht mich aus? Also wirklich mal in sich reinzugucken, ja, und sich kennenzulernen mit allen Facetten, denn nur so ja, kann man sich ja auch wirklich lieben, wenn man sich wirklich kennt und dann auch diese Bedürfnisse und all, also wirklich die Ziele dann auch, soweit es geht, zu verfolgen und auszuleben und sich eben zu leben. Und Selbstliebe bedeutet auch für mich, einfach eine gute Freundin zu sein, ja, für sich selbst. Und auch in schlechten Zeiten, ne, nicht nur in guten Zeiten, für sich da zu sein, sondern auch in schlechten Zeiten und sich einfach auch zu akzeptieren mit allen Facetten, die man hat. Und dazu gehören eben auch Schwächen. Ja, das ist ganz natürlich und das macht einen aus. Und ja, sich einfach so zu akzeptieren, wie man ist und zu wissen, tief in einem drin,
ich bin gut genug. Ja, ich muss nichts tun dafür. Ich bin einfach gut, so wie ich bin. Ja, ich finde gerade dieses Bild von dieser eigenen besten Freundin, das finde ich total schön. Also damit arbeite ich selber auch viel mit meinen Klientinnen, manchmal tatsächlich auch mit mir selber, dass ich mich selber auch manchmal frage, bist du dir gerade wirklich eine gute Freundin? Also das, was du hier gerade machst oder das, was du hier gerade denkst, sorgst du da gut für dich? Und klar, wenn wir in dieser Negativspirale sind, tun wir das natürlich nicht. Es ist destruktiv auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und natürlich, das ist ja logisch, in dem Moment, wo ich selber so destruktiv mit mir selber bin oder so unzufrieden mit mir selber bin, strahle ich das natürlich irgendwie auch aus. Und das hat natürlich einen Einfluss dann auf die Art und Weise, wie mir andere auch begegnen. Das erleben wir ja auch tagtäglich, dass wenn wir mit positiven Menschen uns umgeben, dann haben wir auch Lust, mit denen irgendwie in Verbindung zu sein, beziehungsweise wir profitieren auch von deren positiver Energie und es macht einfach Spaß, es ist irgendwie konstruktiv und wir haben mit Sicherheit ja auch beide schon Menschen kennengelernt, die eher so eine sehr, sehr negative Ausstrahlung haben oder wirklich sichtbar immer unzufrieden mit sich sind, oft vollkommen ohne Grund. Und das macht es dann natürlich schwierig, auch mit denen irgendwie in eine positive Verbindung zu gehen, weil da einfach so viel Energie negativ geblockt ist, letztendlich schon. Hast du da so bestimmte Coaching-Interventionen oder so, wo du gerade so diesen positiven Turn, sage ich mal, von dieser Negativität hin Richtung Positivität auch schaffst? Ja, das, also ich setze immer den Prozess innen an, ja, also von innen nach außen und da hilft es einfach, ja, bei sich zu sein und sich nicht, ne, in Form von dieser emotionalen Abhängigkeit nach außen zu richten und gucken, huch, was macht der da und hat das mit mir zu tun, dass er sich jetzt so verhält, dass er so negativ ist. Nein, es ist ganz wichtig, wirklich bei sich zu bleiben und in sich reinzuhören und zu gucken, wo habe ich denn Punkte, wo muss ich denn einfach an mir arbeiten, dass es mich vielleicht nicht so triggert von außen, diese Negativität oder ja, diese Beeinflussung. Und genau, das finde ich immer ganz wichtig, wirklich bei sich zu sein und in sich reinzuhorchen, was da gerade los ist, ja, und dann da anzusetzen, an sich zu arbeiten. Genau. Und sich dadurch ja auch im positiven Sinne abzugrenzen letztendlich. Mhm. Ne, wirklich mal weg immer von den anderen, von den anderen, von den anderen, sondern wirklich auch mal hin zu sich selber. Und ich erlebe das auch ganz häufig. Und ich war lange, lange Jahre auch tatsächlich ganz unbewusst immer so unterwegs. Ich habe mich immer nach dem gerichtet, was außen von mir erwartet wurde. Also ich habe gar nicht so dieses, was will ich eigentlich und wie geht es mir eigentlich? Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich permanent irgendwie so bemüht war, Erwartungen zu erfüllen, es anderen recht zu machen, für andere gut zu sorgen, meinen Teil dazu beizutragen, dass es anderen gut geht. Und das war letztendlich nicht genug für mich. Ja. Und auch wie du gerade gesagt hast, so wirklich so diese Umkehr vom Außen ins Innen, das war für mich, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber das war für mich auch wirklich so ein ganz wichtiger, so ein ganz wichtiger Durchbruch. Um dann da letztendlich auch so meine ganze Sicht auf mich selber, auf andere, auf Beziehungen ganz positiv auch zu verändern. Jetzt Stichwort auch, ne, mehr bei mir ankommen, mehr auf mich gucken, weniger im Außen sein, impliziert ja letztendlich auch, dass ich mich in Beziehungen auch nicht nur auf das fokussiere, was kann ich im Außen bekommen, ne, oder was kann der andere mir geben, um mich vollständig zu machen oder um mein Leben zu verbessern oder leichter zu machen, sondern auch, was kann ich denn in Beziehungen geben? Oder positiver auch formuliert, was sind denn so meine Stärken, meine Fähigkeiten, die ich anderen oder meinem Partner auch wirklich in einer Beziehung geben und zur Verfügung stellen kann? Und ich erlebe häufig, dass so dieser veränderte Fokus vom weg vom, was will ich alles haben, mal hin zu, was bringe ich denn ein und was gebe ich denn, dass das auch für viele Klientinnen zuerst vielleicht so ein bisschen befremdlich ist, aber dann auch zu so einem sehr positiven Motor letztendlich wird.
Arbeitest du auch mit dieser Fokusverschiebung weg vom, was will ich alles haben, hin zum, was will ich denn auch geben? Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, den ich auch mit einbringe. Und zwar zum einen wissen wir ja, ne, dass Geben uns einfach gut fühlen lässt, ja, in sämtlichen Lebensbereichen. Es steckt auch an, dass andere geben. Und ja, in Beziehungen ist Geben und Nehmen, dass das in Balance ist, ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Und dann zum anderen, und das ist mir auch, also ist auch eine Selbsterfahrung, ne, das fällt mir bei mir selbst auf, ist, wenn ich merke, ich möchte etwas vom anderen, dann darf ich wieder zu mir selbst schauen und gucken, okay, aber gebe ich das denn auch? Also ich möchte das von anderen, aber gebe ich das denn auch? Oder habe ich da gerade Mangel bei mir selbst und deswegen ja, kann ich es auch nicht geben? Also ein ganz konkretes Beispiel bei mir ist das Thema Aufmerksamkeit. Wenn ich merke, so, jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von meinem Freund, dann stelle ich fest, ah, okay, Katja, du bist gerade nicht so mit dir selbst verbunden. Du darfst mal wieder ein bisschen Me-Time haben, ja. Also es ist gar nicht die Zeit, die ich mit dem Partner unbedingt haben möchte, sondern es ist tatsächlich die Zeit, die ich mehr mit mir haben möchte, um mich verbundener zu fühlen und mir die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich brauche, ja, mit wieder eben schönen Sachen, die, ja, die wieder so eine Verbundenheit mit mir selbst herstellen. Und dann, wundersamerweise, habe ich das Thema gar nicht mehr. Dann, ja, dürstet es mich nicht mehr so nach der Aufmerksamkeit von außen. Ja, und das finde ich auch ganz spannend zu sehen. Und ich meine, so ist es mit der Liebe ja auch, ja, wenn wir sagen, also wir wollen jetzt mehr Liebe haben in unserem Leben und gib mir doch einfach mal mehr Liebe, ja, dann dürfen wir uns auch selbst fragen, so, ist in dem Moment, empfinde ich mich selbst als liebenswert, liebe ich mich selbst? Und ja, meistens kommen wir dann drauf, dass wir sagen, nee, gerade stimmt es nicht so. Ich kann nicht sagen, dass ich mich gerade selbst liebe. Und ja, es ist eine ganz natürliche Sache, dass wir, wenn wir zum Beispiel in die Selbstliebe wieder kommen, dass wir das Ganze natürlich nach außen strahlen und dass es auch ganz natürlich dann wieder zu uns zurückkommt. Ja, da sind wir wieder bei diesem Geben und Nehmen. Und darauf dürfen wir ja vertrauen, ja, dass das, was wir wieder in uns anreichern sozusagen, dass das mehr wird und dass es auch von außen dann mehr kommt. Genau, das ist so ein schöner Ansatz, denn es ist eigentlich ja wahnsinnig tröstlich, sage ich mal, dass wir ganz vieles uns selber geben können. Was natürlich jetzt eine Partnerschaft nicht unbedingt ersetzt, ne, das ist ganz klar. Aber es ist wirklich häufig so, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, erstmal, oh, ich will jetzt, ne, oder ich brauche jetzt was von jemand anderem, dass wir es aber eigentlich für uns selber brauchen und uns das auch selber geben können. Du hattest jetzt Aufmerksamkeit als ein sehr schönes Beispiel gesagt. Und ich glaube, je bewusster wir uns dieser Selbstwirksamkeit auch sind, desto positiver und entspannter und einerseits unabhängiger und gleichzeitig aber auch verbundener können wir Beziehungen letztendlich gestalten. Und das ist ja so ein ganz wichtiger Teil auch in unseren Coachings, dass wir unsere Klientinnen dabei, auch unsere Klienten natürlich, ne, aber du hast ja auch den Fokus auf Frauen, dass wir unsere Klientinnen dabei unterstützen, sich dieser Selbstwirksamkeit immer bewusster zu werden und auch damit immer konstruktiver letztendlich umzugehen, um dann in den Beziehungen, die sie haben oder auch in Zukunft haben werden, da tatsächlich auch entspannter und auch positiver zu sein. Weil diese Abhängigkeit nicht mehr so stark ist, diese gefühlte Abhängigkeit. Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja trotzdem so, Katja, dass das gilt für uns beide mit Sicherheit auch schon, dass man ja auch in Beziehungen mal kräftig auf die Nase gefallen ist, dass man vielleicht mal sehr verletzt wurde, sehr hässlich verlassen wurde, unschön behandelt wurde, was auch immer. Und das, man sagt ja immer so, ne, je älter man wird, desto schwerer wird so der berühmte Rucksack, den man so auf seinen Schultern trägt, mit Verletzungen, mit negativen Erfahrungen. Und gerade bei partnerschaftlichen Beziehungen, wo man ja doch sehr viel von sich gibt und sehr viel Gefühle in der Regel ja auch reinsteckt. Wenn man dann verlassen oder verletzt wird, dann bleibt das natürlich. Das sind häufig Narben, die sehr schwer verblassen. Und dementsprechend schwierig ist es ja dann,
manchmal sich auf was Neues auch einzulassen. Und ich habe auch häufig Klientinnen, die sagen, ich würde so gerne einerseits mich mal wieder an eine neue Partnerschaft wagen, aber beim letzten Mal, das hat so wehgetan und das möchte ich mir echt nicht nochmal antun. Vom Kopf her weiß ich zwar, ne, keine Chance ohne Risiko, aber trotz allem, ich habe solche Angst vor so einer erneuten Verletzung. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder offen sein soll, um mich auf eine Beziehung, die ich mir eigentlich wünsche, einzulassen. Wie bestärkst du da deine Klientinnen, es doch mal wieder zu wagen? Ja, also es kommt natürlich darauf an, ne, ob man immer wieder enttäuscht wurde und da dann einfach diesen Rucksack mit sich trägt. Und wenn es der Fall ist, dann ja, sollte man auf jeden Fall Zeit mit sich selbst verbringen und wirklich das als Chance nutzen, zu erkennen, also zu verstehen, zu reflektieren, gibt es da Muster, gibt es da Glaubenssätze, die einfach also potenziell schöne Beziehungen sabotieren oder die einfach die falschen Männer in mein Leben ziehen, ja, also dass wir da auch wieder eben den Blick nach innen richten und gucken, was kann ich denn da ändern, ja, was ich nutze es jetzt als Chance, was kann ich wirklich in mir drin ändern, dass ich auch die Möglichkeit habe, das nächste Mal einfach in eine ja, bessere Partnerschaft zu kommen, die, die mir entspricht oder die mich einfach da glücklicher macht oder die sich einfach gut entwickelt. Ja? Und da spielt auch das Unterbewusstsein eine sehr große Rolle, sich einfach auch mal zu visualisieren, wie sollte denn meine Partnerschaft sein? Ja? Wie möchte ich mich denn fühlen in dieser Partnerschaft? Also auch wirklich in dieses Fühlen reinkommen. Ja? Und das tut ja erstmal nicht weh. Entsprechend der Klientin sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt lass mal alles beiseite und fühl dich mal rein, wie soll eine Partnerschaft für dich sein? Und da kommt dann, also mit allen Sinnen, das kommt dann auch beim Unterbewusstsein besser an, das Unterbewusstsein sieht, ah, okay, da soll es hingehen, ja, und dann einfach auch dieses Vertrauen entwickeln, dass es auch dahin gehen wird, ja, also es gibt natürlich nie eine Garantie in der Liebe und das ist immer unser Leben, ja. Lebendigkeit ist einfach wichtig und da gehört einfach Freude dazu, aber es gehört auch Leid dazu. Aber grundsätzlich, wenn man dieses Urvertrauen entwickelt, diese schöne Visualisierung, dieses Gefühl reinkommt, was alles möglich ist, ja, dann darf man auch wissen, dass das auch so kommen wird, ja, und dann auch wieder diesen Raum schaffen in seinem Herzen und dieser kann dann auch entsprechend gefüllt werden. Also Begegnungen, Beziehungen sind immer eine Chance, für persönlichen Wachstum und wenn es eben das letzte Mal nicht so gut ausgegangen ist, dann ist es einfach eine Chance, mal in so eine Selbstfindungsphase reinzugehen und es auch einfach mal zu genießen, ja, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber es ist so schön, sich dadurch auch selbst besser kennenzulernen und das ist eben das, was ich dann mitgeben möchte. Ja, total schön. Und gerade auch so dieses, den positiven Ausgang auch mal zu visualisieren, ne, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir erstmal erlaube, unabhängig von all dem, was ich vielleicht erlebt und auch erlitten habe, einfach nur für mich zu visualisieren, dass es auch schön sein kann. Ja, und dass ich es verdiene, eine positive Beziehung zu führen und dass ich dieses Vertrauen auch nach und nach wieder entwickeln kann. Und und deshalb auch da meine innere Tür sozusagen wieder aufmache. Das ist manchmal gar nicht einfach, weil die Verletzung vielleicht noch so stark ist, dass das Unterbewusstsein auch gleich sagt, nee, ich möchte mir gar nichts Positives ausmalen, denn das geht sowieso wieder nach hinten los. Ne? Und das möchte ich mir ersparen. Also auch da ist erstmal viel Ermutigung wirklich und positive Suggestion auch nötig, um die Klientinnen auch wieder dafür zu öffnen, sich das überhaupt erstmal wieder vorstellen zu können. Aber dann, wenn diese Tür wirklich mal geöffnet ist, dann ist das wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt letztendlich auch zur Heilung vergangener Verletzungen vielleicht noch, ne, die immer noch präsent sind. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt noch die Frage, jetzt ist es ja trotzdem auch heute in scheinbar emanzipierten Zeiten immer noch so,
dass ja viele Frauen sich sehr unter Druck setzen, dass sie bis zu einem gewissen Alter den Mann fürs Leben gefunden haben müssen, dass sie zu einem bestimmten Alter heiraten müssen, dass die Kinder kommen müssen und dass da so ein ganz strikter Fahrplan häufig irgendwie konzipiert wurde. Und wenn der dann nicht hundertprozentig hinhaut, dann sorgt das für viel Druck, für viel Frustration, auch wieder für viel Selbstzweifel vielleicht. Wie hilfst du Klientinnen dabei, sich auch mal so von diesem Druck loszumachen? Also vielleicht nur ganz kurz auch eine persönliche Erfahrung. Ich hatte, als ich Abi gemacht habe, was jetzt ja schon eine Weile her ist, hatte ich auch so einen ganz klaren Plan. Also wann ich heirate, wann ich meine Kinder kriege, wie ich Karriere mache. Nichts davon ist so eingetreten. Und trotzdem, und das hat mir lange Zeit wirklich Probleme gemacht, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe. Heute kann ich sagen, so wie es gekommen ist, es war nichts wie geplant, aber es ist genau richtig für mich, ist alles total rund und ich bin total dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und nicht wie es geplant hatte. Das ist natürlich eine Erfahrungssache und das war ein langer Weg. Jetzt, wie gesagt, kommen viele Klientinnen zu uns, die noch so in dieser Planung drin sind und die sich großen Druck machen, gerade eben auch, wenn es darum geht, jetzt endlich mal den Partner fürs Leben zu finden, gerade jetzt vielleicht auch Anfang des Jahres, ne, das steht ja auch auf der Liste vieler Wünsche und Vorsätze. Wie hilfst du, den Druck zu vermindern und einfach sich auch auf das zu freuen, was kommt? Ja, also da kann ich auch wieder darauf hinweisen, ne, also auf diese Vollständigkeit. Wir als einzelne Menschen sind einfach vollständig. Ja, wir sind gut so, wie wir sind. Wir können da meist sehr gut an dem Glaubenssatz, ich bin gut genug, arbeiten. Da arbeite ich zum Beispiel auch mit Hypnose. Und das bringt schon auch eine gewisse Entspannung rein, ja, einfach mal mit sich ins Reine zu kommen und sich einfach alleine wohl zu fühlen. Vor allem auch keine Angst vor Einsamkeit zu haben, auch dieses Alleinsein zu genießen, ja, und das Urvertrauen zu haben, wenn es kommen soll, dann kommt es, ja, also schöne Gefühle entwickeln, schönes Lebensgefühl entwickeln, wieder, also eben alte Wunden zu heilen und dann auch wieder den Raum im Herzen zu schaffen und zu wissen, okay, wenn ich da jetzt einen Platz frei gemacht habe, mit mir im Reinen bin, soweit alles gut ist, dann wird dieser Platz auch besetzt. Ja, der wird besetzt. Und da wirklich in dieses Urvertrauen reinzukommen mit verschiedenen, ja, einfach Tools, eben Hypnose. Und ja, so gehe ich davor. Ja, sehr schön. Und du hast gerade auch nochmal so eine wichtige Differenzierung gemacht zwischen Alleinsein und Einsamsein. Mhm. Und ich habe selber eine sehr gute Freundin, die ist schon sehr, sehr, sehr lange Single. Und die sagt aber auch immer, ich bin allein, aber ich bin niemals einsam. Mhm. Denn ich habe immer was zu tun. Mir ist auch niemals langweilig. Und ich finde das auch total toll, allein zu sein, denn ich kann mich immer mit mir beschäftigen. Und die ist da wirklich auch für mich manchmal so ein großes Vorbild, weil das bei ihr wirklich auch authentisch ist. Also die hat diesen Punkt erreicht. Nicht, dass sie nicht sagt, ich hätte auch gern mal wieder einen Partner. Ne? Dafür ist sie offen. Aber wirklich so dieses, ich bin, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und wenn ich mir selber eine gute Freundin bin, auch wenn ich es mal blöd finde, Single zu sein, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber ich bin nie einsam. Und ich glaube, das ist auch so ein sehr, sehr tröstlicher Impuls, der nicht nur darüber hinweghelfen kann, wenn eben gerade nicht der oder die Richtige auftaucht, sondern auch grundsätzlich für uns, weil wir aus diesem Impuls, ich bin nie alleine, denn ich habe mich immer dabei und ich kann aus all meinen Stärken, die ich habe, immer schöpfen, dass das auch einen unmittelbaren Einfluss hat, nicht nur auf unser Wohlbefinden und auf die Beziehung zu uns selber, sondern natürlich auch zu den Beziehungen, die wir im Außen unterhalten. Ja, Katja. Sehr schön. Genau, das war schon fast ein schönes Schlusswort, aber trotzdem würde ich von dir natürlich gerne noch wissen, du, die jetzt wirklich als Spezialgebiet das Thema Beziehungscoaching hat, besonders für Frauen, was möchtest du denn jetzt speziell unseren Zuschauerinnen mit auf den Weg geben? Ja, genau, an die Zuschauerinnen draußen. Ich möchte, dass du dich einfach wohlfühlst in deiner Haut,
Also in deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Seele. Und ja, dass du auch immer die Kraft hast, wenn es mal schwierig wird um dich herum, bei dir zu sein, ja, in dich rein zu hören und einfach drauf zu hören, was du brauchst, um in deinem Leben weiterzukommen, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Ja, also vertraue dir, vertraue deiner Intuition und ja, komm an bei dir. Das ist das, was ich dir wünsche. Genau, diesen inneren Frieden zu finden. Ja, schön. Genau, komm an bei dir. Ich denke, das ist wirklich so die Quintessenz aus unserem schönen Gespräch gerade. Katja, danke, dass du da warst. Wir werden bei anderer Gelegenheit weitersprechen. Da freue ich mich schon drauf. Und insofern sage ich, ja, wie gesagt, da machen wir was Schönes zusammen. Mhm. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf und danke dir jetzt erstmal, dass du den Morgen heute mit uns sozusagen verbracht hast. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine sehr schöne Restwoche. Natürlich weiterhin ganz viel Gesundheit. Und ich sage einfach bis ganz bald. Ja, ich danke dir. Tschüss. Bis ganz bald.